Russland war unglaublich beeindruckend, diese Weite, diese Menschen auch und so weiter, diese gewisse Humbleness der Menschen und diese Freundlichkeit und diese liebevolle Zuwendung, aus dem sie haben nicht so viel, aber sie geben alles und das hat mich sehr beeindruckt auch. Und da gibt es einen Arzt, also das ist ein australischer Arzt, Insight Yoga, der schon lange Insight Yoga ist. Und es ist ein Mädchen sehr schwer erkrankt mit Bronchitis und Husten natürlich und Schnupfen. Und er hatte gesagt, was sie tun soll. Insight Yoga besteht auch daraus, dass man mit diesen Schwingungen, die dadurch die Kundalini praktisch also in uns entstehen und mit diesen göttlichen Kräften, die in uns ja sind, dass man, wenn man weiß, die Technik, dass man auch gesund werden kann. Und er hat ja gezeigt, wie sie auf dem rechten Teil ihres Körpers, da sitzt unsere Verantwortung. Also entweder es ist sehr wichtig, dass man die richtige Verantwortung im Leben hat, also nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern dass diese Verantwortung, wenn sie drüber hinaus ist und diese sehr tätige Seite, das ist die rechte Seite von Sahaja Yoga und auch von jedem anderen Menschen, wenn die überspannt ist, dass wir diese Grippesachen, Schnupfen, Husten und so weiter kriegen. Und er hat gezeigt, diesem Mädchen, wie sie das machen kann. Und das zweimal legt da die Hand her und gibt also Bandam um die Nase und tut praktisch also im Kleinen die rechte Seite hinunter, die linke, die emotionale Seite hinauf. Das ist nur ein Ratschlag, den Sie nicht nachvollziehen können, wenn Sie nicht Sahaja Yoga machen. Anders kann ich dazu nicht sagen. Weil man könnte so viele Dinge erwähnen, aber dieses Sahaja Yoga muss man essen, machen, dann kann man auch damit umgehen. Auf alle Fälle. Dieses Mädchen ist gesund geworden, natürlich, weil ich habe das schon viele Dinge ausprobiert in Sahaja Yoga, wie das heilt. Weil einfach, wenn etwas uns krank macht im Leben, dann ist es immer ein Ungleichgewicht in uns, von der emotionalen und von der tätigen Seite oder irgendein Ungleichgewicht praktisch in einem Chakra. Und das kann man mit Sahaja Yoga reparieren. Es ist das Zeitalter des neuen Menschen. Es ist nichts anderes. Man wird ein neuer Mensch, der so viele Möglichkeiten hat, Dinge zu machen, die man vorher nicht im Traum sich vorstellen hätte können. Ich kann das eigentlich nicht anders sagen.